Lynn, die Ordensträgerin, und zwar die Erika Albert. Sie kommt. Ah, ich habe schon gedacht, sie wäre noch draußen und hätte schaffen, wie immer. Komm. Erika, ich darf Glück wünschen und den Orden gleich überreichen, wenn ich die zahllosen Verdienste aufgezählt habe. Die Frau Albert hilft seit 14 Jahren, also seit 11 plus 3 Jahren, als Bohnenbeitel-Aktive bei allen Veranstaltungen und vor allem, da haben glaube ich schon viele sie erlebt, ist sie eine verlässliche und absolut notwendige Mitarbeiterin im Kartenteam und versorgt während der Sitzung, das ist natürlich noch wichtiger, das Komitee mit Getränken können. Da darf das Komitee sich nochmal bedanken. Und dafür gibt es also heute den Mombach-Orden. Ich darf den umhängen. Und dazu herzlich gratulieren. Und darf Sie euch alle bitten, auf die neue Ordensträgerin auszurufen, ein dreifach donnerndes Hello! Wir bleiben. So, weiter geht's gleich. Komm, ich lasse gerade mal vor. Okay. Ja, dann kommt die Marlenengarde. Da geht der Mombach-Orden in diesem Jahr an den Helmut Heinrich. Ich darf ihn bitten, zu mir zu kommen. Alles in Ordnung. Alles easy. Ja, fein. Ja, genau. Hallo. Der Helmut Heinrich kriegt in diesem Jahr den Mombach-Orden. Er ist seit 20 Jahren als Bänkelsänger vor allem unterwegs und bei der Marlenengarde. Und ein ehrwürdiges Mitglied der Marlenengarde, das viel hilft und eben vor allem als Bänkelsänger ja mitwirkt und deswegen in diesem Jahr den Mombach-Orden. Und dann darf ich Sie auch bei Helmut Heinrich bitten, mit mir einzustimmen in ein dreifach donnerndes Vielen Dank. So, dann jetzt die Mensa Herbst, ja? Da darf ich den Roland Haupt bitten. Kommen zu kommen. Ja, ja. Der Roland Haupt ist nicht wegzudenken aus dem Vereinsheim, weil er sich da vor allem in der Küche sich sehr verdient macht, habe ich gehört. Ja. Und ganz lecker schmeckt es immer. Er kocht am allerbesten, okay? Ja, dann können wir ja gleich mal vielleicht. Ja, okay. Okay, also heute kriegt er erstmal den Orden und dann empfehlen wir ihn weiter. Also, ich nehme jetzt mal den Orden. Und darf ich den überreichen. Mal gucken, wie es denn aussieht. Nie mehr. Okay, na gut. Dann also den Roland Haupt. Dem Roland Haupt ein dreifach donnerndes So, weiter geht's. Jetzt kommt einer, da wundere ich mich überhaupt, dass er das geschafft hat, hierher zu kommen. Der ist nämlich seit gestern
glaube ich, dabei, blaue Augen zu malen, K.O.-Tropfen zu verschütten und auf jeden Fall alles der Aktualität anzupassen. Und ich freue mich, dass Sie es hierher geschafft haben, aber so, Sie arbeiten ja auch quasi in Mombach. Ich darf auf jeden Fall den Dieter Wenger zu mir bitten für die Eulenspiegel. Herzlichen Dank. Sieht noch ganz gut aus für den Stress. Okay. Aber wir haben den Herrn Wenger nicht zu ehren hier in Mombach jetzt dafür, dass er für den MCV die Wagen baut, sondern wir haben in diesem Jahr einen ganz besonderen Grund, ihn hier für Mombach zu ehren. Die bei der Eulenspiegelstehung sozusagen im Hof der Genobank waren, haben gesehen, was er geleistet hat. Er hat nämlich eine super Kulisse hingezaubert, ein Wirtshaus in den Hof von der Genobank. Da habe ich von Anfang an gesagt, das wäre das Beste, wir lassen es gleich, also wir lassen es gleich stehen, meine ich natürlich. Aber die Genobank war nicht so 100% damit einverstanden, dass ihr Hof zu einer Kneipe dauerhaft wird. Und deswegen mussten sie es leider wieder abbauen. Also ich hoffe, es ist nicht verloren. Also ganz herzlich auch von mir persönlich vielen Dank dafür, für diese Mühe, die sie ehrenamtlich hier für die Eulenspiegel und für Mombach geleistet haben. Und dafür gibt es den Mombach Orden. So, jetzt haben wir noch einen Stadtorden, den ich gerne verteilen, nee, ich möchte ihn nicht verteilen, sondern ich möchte ihn einem überreichen, und zwar einem verdienten Mitglied des Mombacher Turnvereins. Ist der Klaus Braun da? Nein. Nein. Okay. Er ist ja doch da. Herr Klaus ist zwar ein Wanderer, aber es hat auch ganz schön gedauert, gell? Bist mehr auf Ausdauer, okay. Aha. Ja, für den Mombacher Turnverein, bei dem wir heute ja wieder zu Gast sind und dem ich dafür auch herzlich danke, genauso wie meinen beiden lieben goldischen Mitarbeiterinnen, die sich hier alle um Würstchen und Getränke kümmern. Für den Mombacher Turnverein in diesem Jahr soll der Klaus Braun den Stadtorden bekommen und das als... Ja, als Dank dafür, dass du immer an Fastnacht, aber auch sonst, für den Verein und seine Gäste sorgst. Der Verein hat vorgeschlagen, dich in diesem Jahr mit dem Orden auszuzeichnen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Und das mache ich jetzt auch gleich, damit du wieder an die Arbeit gehen kannst. Weil das der Stadtorden ist, gehört dann natürlich eine Urkunde dazu, die hat er jetzt schon bekommen. Da gehören auch weise Worte des Oberbürgermeisters dazu, die spare ich uns jetzt einfach mal. Und es gehört dazu, dass wir natürlich mindestens dreimal Hello rufen, das machen wir jetzt, unserem neuen Stadtordensträger vom Turnverein, den Klaus Braun, ein dreifach donnerndes Hello! 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 So, und jetzt seid ihr befreit. Ich gehe jetzt wirklich, bleib hier, Klaus. Bitte. Ich wünsche euch eine schöne Fasnacht. Ich bin ziemlich froh, dass ich jetzt überhaupt keine Verantwortung mehr habe, außer die Frau Zugmarschallin noch zu begrüßen. Das habe ich doch glatt übersehen vorhin. Und ich wünsche euch allen richtig schöne Tage und ich hoffe, ab Mittwoch seid ihr wieder richtig fit und
Wir werden die wertvolle Arbeit für unseren Vorort gemeinsam fortsetzen. Auf unsere Mensa-Fasnacht, auf unsere Mombacher-Fasnacht und auf alle Mombacher-Kooperationen und Fasnachter ein dreifach donnerndes Hello!